von hier aus auch runter. Ich schätze mal, ja. Oh, bitte sei noch am Leben. Der Typ ist ein Wrack. Ah, kein Wunder bei der Wunde. Gut. Flicken wir dich zusammen. Nicht schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn. Gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Zu. Lara. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann erstmal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Kletteraxt. Kein Problem. Schaffen wir mit links. Ich komme da rauf. Ah, geht sogar im Sprung. Ah, okay. Wo müssen wir genau da dran? Die will nämlich nicht weiter hoch. Vielleicht hier weiter. Wow, zum Henker. Muss doch da irgendwie hochkommen. Da müssen sie nicht lang. Vielleicht hier außen rum? Yep. Ha, ganz easy. Okay, wir sollen ganz nach oben. Das war auf jeden Fall schon mal eine nette Abkürzung. Sehr gut. Ah, sie kommt da. Aha. Perfekt. Geheimes Grab in der Nähe. Wir konnten sie gräber, um geheime Belohnungen zu entdecken. Hier lang. Okay. Da. Wow, das ist cool. Schauen wir, was wir hier finden können. Und hier fällt uns keine Mumie an. Wirklich
super dunkel. Hier sieht man nichts. Liegt hier irgendwas? Das ist mal so verdächtig. Der Raum ist so groß. Er macht nicht den Anschein. Okay. Cool, ein Lager gefunden. Du hast mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Klar, das war auch super, super wichtig. Es ist klar, dass wir Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Nehmen wir das. Sicherer Schuss hört sich extrem gut an. Okay, checken wir nochmal die Ausrüstung. Ich will ehrlich gesagt den Bogen upgraden. Ich finde den Bogen super. Ah, immer noch nicht genug Material. Höhere Schussfrequenz möglichst. Auch nicht so verkehrt. Ich warte, bis ich mehr Schaden machen kann. Denn wir brauchen doch schon ein paar Schüsse, bis die verrecken. Wow. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Diener der Sonnenkönigin, ne? Stoßen wir das mal runter. Okay, das geht hoch. Jetzt müssen wir eigentlich locker darüber kommen. Hier noch was Schickes. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Wow, ich bin zu langsam. Das Gewicht muss weg. Ah, hier hält sich gar nicht daran fest. Okay. Feuer, 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 Feuer. Wo kriegen wir Feuer her? Auf der anderen Seite. Eigentlich müsste das klappen. Moment. Ja. Okay, Feuer. Jetzt zünden wir die Leichen an. So ein Ding hätte Lara auch enden können. Gut, dass wir entkommen sind. Okay, cool. Ah, ich dachte, wir könnten da klettern. Dann stoßen wir das Ding nochmal runter. Okay, cool. Jetzt sollten wir nur irgendwie da hochkommen. Ja, genau. Der Rest ist ein Kinderspiel. Ja, voll. Es könnte zu Ehren ihrer Priesterinnen gebaut worden sein. Unglaublich. Jetzt bin ich mal gespannt. Bitte keine Leiche. Haha. Wahnsinn. Kluges Köpfchen. Zugegeben, das war ehrlich gesagt super, super einfach. Cool, Belohnungsorte ansehen. Ah, erklimmen Sie den Wasserfall, unsere aktuelle Mission. Das war schon wirklich super geil. Ich hoffe, wir finden noch mehr. So eine riesige Truhe. Und alles, was Lara sich mitnehmen kann, ist ein so ein langweiliges Ding. Hauptsache, es hat super viel Wert. Oh yeah! Mit Style gehen wir wieder raus. Ah, wir können upgraden. Macht mein Bogen wenigstens mehr Schaden. Wir haben sogar wieder einen Fähigkeitspunkt. Was kostet nochmal die Pistole? 450, 200, 200. Ziemlich teuer. Ich bin ganz stark für den Bogen.
Wunderbar. Okay, noch den Fähigkeitspunkt irgendwo draufpacken. Gucken, was wir bei Überlebung so machen können. Überleben. Zusätzliches Bergungsgut. Das hört sich verflucht gut an. Auch wenn es nur ein bisschen ist. Kann uns später echt nützlich sein. Boah, ist das dunkel. Gleich sind wir wieder raus. Das dürfte der Ort sein, den wir gerade entdeckt haben. Okay, da hoch müssen wir. Jupp, wir können wieder klettern. Schräg klettern sogar. Wunderbar. Ich sehe schon, was wir machen müssen. Das wird hundertprozentig klappen. Ah, jawohl. Fuck, ne Idioten. Hey, hier oben ist niemand. So weit rauf schafft's niemand. Sollen wir zum Bunker zurückgehen? Nein, wir warten den Sturm ab. Alles klar. Dann wartet mal. Gehen wir rein. Guter Plan. Okay, wir haben es mit drei Typen hier zu tun. Das ist eine gute Idee. Wir haben Zeit. Warum nicht entspannt? Später kriegen wir bestimmt wieder Brandgeld. Wofür Sie ihn wohl benutzen? Was? Den Funkturm? Ja. Der funktioniert noch, oder? Okay, killen wir ihn, wird er sofort auf mich schießen und der Typ hier rausrennen. Laufe ich hier aber vorbei, wenn die mich sofort sehen. Glaubst du, er hat Verbindung zur Außenwelt? Ich würde am liebsten das Ding da unten runterschießen. Geht sogar. Jawohl! Aber nur einer ist draufgegangen. Wow! Daneben! Boah! Nee, mir ist das vorher nicht gefällig. Da haben wir doch super überlebt. Netten, schicken Kill haben wir auch hinbekommen. Boah, Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen! Komm her! Schlachte dich! Gib mir dein Essen! Ich meine natürlich dein Fleisch. Wunderbar. Gibt immerhin 10 Erfahrungspunkte. Wo gehen wir jetzt am besten lang? Ich geh nochmal da rein. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar. Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Wirklich wahr. Sau interessant, diese ganzen Botschaften. Diese ganzen Dokumente. Okay. Das ist immer so lustig, dass hier alles so nett aufgehangen wurde. Alles sieht immer so lustig intakt aus.